Gut, dann geht's los. Dann starten wir mal das Seminar Einführung in Quiz Academy. Erstmal herzlich willkommen bei dem Einführungsseminar. Mein Name ist Robert Etzdorf. Ich bin verantwortlich für den Customer Support bei Quiz Academy. Und wir legen hier einen sehr, sehr großen Wert darauf, dass ihr als Lehrkräfte nicht nur Quiz Academy findet, sondern auch aktiv nutzt. Und ich hoffe, es ist okay, wenn ich heute das Workshop-Du verwende. Falls es nicht okay ist, einfach auch hier eine kurze Meldung. Genau. Quiz Academy, was ist Quiz Academy? Wir sind, ich hoffe, man sieht meinen Bildschirm. Wir sind eine digitale Lernsoftware für Quiz, Karteikarten und Umfragen. Und unsere Lernenden, die uns aktiv nutzen, nehmen uns als datenschutzkonforme Alternative zu Kahoot, Quizlet und Mentimeter wahr. Das heißt, wer solche Tools schon mal eingesetzt hat und hier Datenschutzbedenken hat, der kann sich gerne mal Quiz Academy anschauen und schauen, ob das Tool auch für denjenigen etwas ist. Wir kombinieren verschiedene Sachen, das heißt Karteikarten mit Karteikarten lernen, mit Quizfragen auch lernen und überprüfen in verschiedenen Formaten. Die werde ich euch alle gleich vorstellen. Und Umfragen haben wir seit kurzem auch integriert. Alles, was ich heute hier sage, findet ihr auf der Website, das heißt auf quizacademy.de. Hier bekommt ihr wirklich alle Informationen, alle Zugänge, alle Hinweise, alle Videos. Deswegen arbeite ich nicht mit der Präsentation, sondern beziehe mich an verschiedenen Stellen auf die Website. Ich würde erstmal gern starten mit dem Registrierungsprozess für Lehrkräfte und mit den ersten Schritten innerhalb der Software, das heißt, wenn ihr euch dann eingeloggt habt und dann gehen wir auch in das System rein. Das heißt, wir schauen uns die Funktionen Live-Event und Examen einmal genauer an. Das heißt, wer daran teilnehmen möchte, würde ich mich natürlich darüber freuen. Der kann dann auch ein Live-Event als Teilnehmer einmal durchführen. Das machen wir gleich live. Und dann zeige ich euch die Auswertung. Und so, denke ich mal, bekommt ihr einen sehr, sehr guten Einblick in die einzelnen Funktionen. Genau. Also grundsätzlich ist Quiz Academy datenschutzkonform. Und wir verzichten komplett auf Accounts für Lernende. Das heißt, Schüler, Studierende, Mitarbeiter können das völlig anonym grundsätzlich nutzen, benötigen keinen Account. Das ist ganz, ganz wichtig. Lehrkräfte, das heißt, alle Personen, die heute hier im Seminar sind und die Weiterbildung betreiben wollen, benötigen einen Account. Den Account bekommt man auf der Website unter Jetzt registrieren. Und dann füllt ihr entsprechend ein Registrierungsformular aus. Das wird geprüft. Wir bekommen die Informationen, erstellen dann entsprechend den Account. Dann bekommt ihr per E-Mail die Zugangsdaten zugeschickt. Zugangsdaten sind dann E-Mail-Adresse und vorläufiges Passwort. Damit könnt ihr euch einloggen und ihr seid dann im sogenannten Autorentool bzw. CMS drin. Wenn ihr erstmal noch keinen Account benötigt, sondern einfach mal ausprobieren wollt, findet ihr auch unter dem Bereich Jetzt registrieren auch einen Testenbereich. Das heißt, wir bieten Testzugangsdaten, mit denen ihr auch das System einmal ohne eine Registrierung, ohne einen Account als Lehrkraft einsetzen könnt. Wenn ihr euch, wie gesagt, eingeloggt habt, dann seid ihr in diesem Bereich drin. Ich gehe hier mal rein, testuser@quizacademy.de. Das heißt, mit den Zugangsdaten könnt ihr euch einloggen oder mit euren eigenen Zugangsdaten. Und ihr seid dann im sogenannten CMS. Ich werde im weiteren Verlauf auch hier mit einem, wenn wir gerade die Funktion noch ausprobieren, werde ich auch hier mit einem Browser als Teilnehmer daran teilnehmen. Grundsätzlich ist das hier, wie gesagt, die Oberfläche, die ihr als Lehrkraft auch nutzen könnt. Jetzt habe ich ja gesagt, der erste Bereich möchte ich euch gern zeigen, wie ihr die Funktion kennenlernen könnt und wo ihr auch Hilfen innerhalb der Oberfläche findet. Und zwar bieten wir hier ein Dashboard an und in dem Dashboard seht ihr erstmal unsere einzelnen Funktionen. Diese sind Live-Event, das hier oben grün hinterlegt, dann Kurse und Examen. Ihr habt hier mal eine kleine Beschreibung auch und zu den einzelnen Funktionen, die wir euch bieten, gibt es sowohl, und das findet ihr an jeder oberen Ecke im rechten Bereich, hier oben und hier oben, gibt es jeweils ein individuelles Video. Das heißt, hier gibt es speziell ein Video zum Thema Live-Event. Geht circa 8,5 Minuten, erklärt aber von vorne bis hinten alles zum Live-Event. Wie könnt ihr es erstellen? Wie könnt ihr es verbreiten? Wie können die Teilnehmer darauf zugreifen? Ihr bekommt Tipps. Und sage ich mal, wenn ihr da euch das anschaut, neben dem Seminar heute, dann solltet ihr auf jeden Fall fit sein in dieser Funktion.
Video. Dann bekommt ihr auch noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das heißt, hier gibt es auch noch mal Text und Bild in Kombination, wer lieber sich damit weiterbilden möchte oder sich das anschauen möchte. Und ihr findet noch ein interaktives Tutorial. Wenn ihr hier raufklickt, dann werdet ihr einmal durch das System geführt. Das heißt, ich klicke auf Weiter und dann wird genau das gehighlightet, was ihr klicken müsst, um eben ein Live-Event zu starten. Den Prozess könnt ihr oben beenden oder einmal durchgehen und dann solltet ihr auf jeden Fall einen sehr, sehr schnellen Einstieg in das System bekommen haben. Also hier oben die drei Hilfen zu jeder einzelnen Funktion. Ansonsten bekommt ihr hier noch ein Tutorial zu sehen. Und zwar das Tutorial bietet so verschiedene kleinere Hilfen, die wir euch im System anbieten. Zum Beispiel, wie kann ich mit Tags arbeiten? Das sind alles Begriffe, die werden euch später dann auch noch mal ein bisschen deutlicher werden. Tags sind so Schlüsselwörter, um Inhalte zu kategorisieren. Natürlich, je mehr Inhalte ihr habt, umso komplizierter wird es dann auch, Inhalte wiederzufinden. Und dann sind solche sehr, sehr sinnvolle Hilfen. Oder zum Beispiel, wie kann ich aus einer Karteikarte eine Quizfrage generieren? Auch da bieten wir Shortcuts, die sozusagen im ersten Moment nicht notwendig sind, um Quiz Academy zu nutzen, aber on the long run euch sehr, sehr viel Arbeit ersparen können. Dazu ist dieses Tutorial da, und zwar findet ihr hier so kleinere Aufgaben oder Erklärungen, die könnt ihr euch anschauen und einmal durchgehen. Die Prozentzahl wird steigen und dann bekommt ihr euch auch hier so ein kleines Zertifikat herunterladen und dann seid ihr Quiz Academy CMS Expert. Genau. Das mal zum Dashboard. Ansonsten bekommt ihr auch in diesem CMS und so und auch in der Website habt ihr hier am rechten Rand Kontaktmöglichkeiten. Das ist auch ein sehr, sehr großes Anliegen. Ihr könnt hier eine Telefonnummer wählen. Da habt ihr auch wirklich einen richtigen Menschen dran, der euch auch hilft, eure Fragen beantwortet. Das ist sicherlich der einfachste Weg, wenn ihr mal gerade nicht weiter wisst. Und ihr könnt natürlich auch eine E-Mail schreiben an kontakt@quizacademy.de und dann werden wir euch auch entsprechend helfen. Genau. Ihr findet auch in dem CMS noch einmal unter Hilfe und Kontakt auch verschiedene Videos. Das heißt, hier bieten wir euch nochmal Videos zum Beispiel zum Import von Kahoot oder wie teile ich Inhalte, welche Lernmöglichkeiten haben meine Teilnehmer. Da haben wir verschiedene Videos erstellt. Und die könnt ihr euch entsprechend hier anschauen. Seminare haben wir auch noch. Die habt ihr auch entsprechend gesehen. Das heißt, ich gehe mal hier auf die Website drauf. Wir bieten regelmäßig Seminare an zu verschiedenen Themen. Heute ist Einführungsseminar. Ansonsten gibt es auch noch ein Live-Event-Seminar, Examen- und Kursseminar, also unsere drei Funktionen in sehr, sehr abgespeckter Form, nur 20 bis 25 Minuten, um eben auch hier einen Live-Einstieg nochmal zu geben. Genau, damit will ich auch enden mit der Einführung zum System. Sind hier bis hierhin erstmal Fragen oder war soweit alles erstmal verständlich und seid ihr hinterhergekommen? Okay, falls irgendwas ist, gebt mir einfach kurz ein Zeichen bitte. Genau, dann würde ich sagen, starten wir mal mit einem Live-Event und ich will euch mal den kürzesten Weg zeigen, wie ihr mit einem Live-Event starten könnt und dann schauen wir uns danach Examen an. Und dann auch den Kursbereich. Das heißt, wenn ihr ein Live-Event einfach mal ausprobieren wollt, und das wird sicherlich auch beim ersten Mal der Schritt sein, ich will es mal selber ausprobieren, um eine gewisse Sicherheit zu bekommen, bevor ich vor meine Lerngruppe trete, geht einfach in den Bereich Live-Events rein. Der wird bei euch, wenn ihr nicht gerade den Test-Account habt, noch leer sein. Hier sind schon einige Sachen drin. Wenn das bei euch leer ist, gar kein Problem. Ihr könnt mit zwei Klicks könnt ihr ein Live-Event starten, beziehungsweise eins erstellen. Und zwar einmal auf das Plus klicken und dann auf Muster-Live-Event. Dann ist das schon heruntergeladen im System. Ihr klickt hier auf Live-Event starten, kommt erstmal in eine Fragenübersicht. Hier will ich mal ganz kurz zwei Sachen erklären. Das heißt, ihr habt hier die Übersicht der Fragen. Die könnt ihr auch verschieben, wenn ihr wollt, durch Drag-and-Drop zum Beispiel. Gehighlightet sind die Fragen mit grün, was Umfragefragen sind. Das heißt, ihr habt beim Live-Event die Möglichkeit, Umfragefragen zu stellen und Quizfragen zu stellen. Ihr könnt hier Fragen hinzufügen, Fragen importieren, Fragen bearbeiten. Würde ich aber gar nicht im Detail so sehr darauf eingehen, sondern ich würde euch gerne die Funktion einmal live zeigen und mit euch durchspielen. Das heißt, wir können dieses Muster-Live-Event verwenden, was wir mit zwei Klicks erstellt haben. Und jetzt geben wir das Live-Event mal frei. Genau, ich wähle mal ein Branding aus. Und jetzt sind wir in den Einstellungsmöglichkeiten des Live-Events. Das ist der Screen, der geteilt wird. Das heißt,
Den werdet ihr in der Regel über einen Beamer oder mit eurem Laptop auch dann entsprechend teilen. Links die Einstellungsmöglichkeiten, Antwortzeit, die ihr gebt für jede Quizfrage. Ihr werdet sehen, Umfragefragen haben keine Zeit. Quizfragen haben diese maximale Zeit, die ihr hier angebt. Ich gebe mal 40 Sekunden Zeit. Ihr könnt Hintergrundmusik auswählen, wenn ihr wollt. Wir bieten verschiedene Musikrichtungen von Quiz Academy, elektronisch, jazzig, Agentenfilm. Wir arbeiten gerade an einer Weihnachtsmusik, passend dann zur entsprechenden Jahreszeit. Ich mache die Musik aber mal aus, um auch ein paar Sachen mit zu erklären. Dann habt ihr hier so ein paar Optionen für Gamification. Das heißt, ihr könnt die schnellsten Spieler anzeigen. Das ist eine Option nach jeder Frage. Werdet ihr dann sehen. Ich lasse das mal an. Dann haben wir eine Siegerehrung am Ende des Live-Events. Das ist eine sehr, sehr sinnvolle Option, wie ich finde, und zwar Ergebnisse automatisch anzeigen. Ich mache das mal aus. So habt ihr noch ein bisschen mehr Interaktionsmöglichkeiten mit den Teilnehmern. Werdet ihr auch gleich dann nochmal erfahren. Wir haben vier Fragen in dem Live-Event drin. Hier rechts sind die Verbreitungsmöglichkeiten. Ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, euer Telefon zücken und den QR-Code abscannen. Ich werde mal im Chat den Link verbreiten. Das heißt, ihr könnt das Live-Event sowohl in Präsenz als auch online nutzen. Beides funktioniert sehr, sehr gut. Wenn ich es per Online verbreite, empfiehlt sich einfach, den Link hier rauszukopieren und den zu verbreiten entsprechend. Ansonsten könnt ihr auch sehr gern euer Telefon nehmen und diesen QR-Code abscannen. Ich gebe mal den Link hier rein. Dann müsst ihr euch einen Nutzernamen geben. Das heißt, die Lernenden haben ja keine Accounts, aber um natürlich eine Bestenliste zu machen, empfiehlt es sich hier einen Nutzernamen oder ist es zwingend notwendig, einen Nutzernamen anzugeben. Das muss kein Klarname sein, es kann auch ein anonymer Name sein. Es geht hier wirklich um Gamification und dass man sich selber in der Bestenliste wiedererkennt. Ja. Wenn das gemacht wurde, dann, wie gesagt, ich bin hier noch parallel Teilnehmer. Als Lehrkraft würde ich nur diesen Bildschirm entsprechend teilen, aber ihr könnt, wie gesagt, auch über diese Methode ganz einfach das für euch dann auch mal in Ruhe testen. Genau. Ich mache das mal wieder klein. Und jetzt sehen wir schon, jetzt haben wir schon 8 Teilnehmer. Ich würde noch mal ein bisschen warten, wer noch daran teilnehmen möchte. Und ich als Lehrkraft steuere alles. Das heißt, hier unten ist meine Startoption. Wenn ich hier raufklicke, dann geht es für alle Teilnehmer gemeinsam los. So lange sind die Teilnehmer im Wartebereich. Genau. Zugriff ist möglich über die Webversion, wie ich es hier habe. Wir empfehlen aber ausdrücklich die Verwendung unserer Apps. Die sind einfach für Smartphones optimiert. Im ersten Step sicherlich werden viele über die Webversion dran teilnehmen, einfach weil es einfacher ist. Ich muss nichts runterladen. Wenn es allerdings dann zu Problemen kommt, und das kann bei einer Webversion einfach der Fall sein, ganz viele verschiedene Smartphones, ganz viele verschiedene Browser, Gerätekonstellationen. Deswegen empfehlen wir eindeutig die Apps. Das heißt, das sollte der erste Schritt sein, wenn jemand Probleme hat, darauf zuzugreifen. Bitte lade die App herunter und nimm darüber dran teil. Genau, wenn mal irgendwie Teilnehmer fehlen, dann könnt ihr auch hier uns Informationen zukommen lassen. Was ganz wichtig ist, gerade wenn ihr mit geschützten Netzwerken arbeitet, mit WLAN, dass die Domain auch nicht geblockt ist. Das ist manchmal so der Fall, dass dann jemand daran nicht teilnehmen kann oder die Nutzer nicht reinkommen, einfach weil die Domain in dem Netzwerk gesperrt ist. Dann müsstet ihr mal mit eurer IT sprechen, dass hier dieser erste Bereich auch freigegeben ist für die Nutzung. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal. Das heißt, wir haben 11 Teilnehmer und wir legen los. Wir starten mit einer Umfragefrage. Das heißt, wir haben jetzt erstmal hier kein Zeitproblem oder keinen Zeitdruck, sondern können erstmal ganz in Ruhe das System kennenlernen. Start, Umfragefrage. Das sind Musterfragen, bitte nicht wundern. Ja, die ergeben jetzt nicht wirklich viel Sinn. Ich will euch aber gerne mal zeigen, was für Möglichkeiten da sind. Das heißt, ihr könnt jetzt hier die Antwort entsprechend auswählen. Auswählen und dann entsprechend die Antwort abgeben. Und ihr seht schon hier entsprechend live im System. Das heißt, dieser Bildschirm wird geteilt in der Regel. Und ihr seht sofort, die Ergebnisse, die abgegeben werden, werden hier auch aufgelistet. Ich sehe auch, wie viele Teilnehmer haben schon abgegeben. Es reicht nicht aus, nur auszuwählen, sondern ich muss auch die Antwort abgeben, damit letztendlich die Ergebnisse auch mit eintrudeln. Genau. Hier hat man verschiedene Ansichten, die kann ich wechseln. Ich würde gleich mal die Umfrage beenden. Genau. Ihr habt hier
verschiedene Fragemöglichkeiten. Es gibt keine Beschränkung der Antworten. Hier könnten auch 10 Antworten sein. Ihr könnt die Antwortreihenfolge fest oder variabel machen. Also das System ist sehr, sehr flexibel. Ihr könnt Bilder integrieren. Werdet ihr bei den Musterfragen jetzt auch ein bisschen sehen gleich. Okay, Umfrage beenden. Das heißt, die Umfrage ist jetzt beendet. Alle Systeme können jetzt auch nicht mehr antworten. Und die warten jetzt darauf, dass wir zur nächsten Frage kommen. Genau. Ich hoffe, soweit klar. Kommen wir zur nächsten Quizfrage. System ist hoffentlich verstanden. Das heißt, Antwort einloggen und Antwort abgeben. Und bei der nächsten Quizfrage gibt es dann auch einen Countdown. Das heißt, dann läuft die Zeit auch runter. Wir haben 40 Sekunden definiert. Und ich würde sagen, wir gehen mal los. 3, 2, 1. Genau, ihr seht natürlich schon hier entsprechend, welche Antwort richtig ist. Es ist markiert. In der Regel ist das, also wenn ihr dann richtige Fragen macht, sieht man es natürlich nicht gleich, sondern muss das auswählen. Genau. 5 von 12, 7 von 12 haben abgegeben. Das heißt, ihr seht immer auch den Progress, wie viele Leute haben abgegeben, wie viele noch nicht, wie viele müssen noch abgeben. Wenn alle abgegeben haben, einer fehlt noch, dann kann ich hier zur Auswertung springen und muss nicht warten, bis die Zeit abläuft. Genau, schauen wir uns gleich mal an. Jetzt habe ich eingestellt, das hatte ich ja vorher gesagt, dass die Ergebnisse nicht leicht angezeigt werden. Ich finde, das ist eine sehr, sehr sinnvolle Option, um einfach nochmal die Interaktion mit den Teilnehmern zu erhöhen. Das heißt, das, was ihr jetzt im ersten Schritt seht, weil diese Option von mir in den Einstellungen aktiviert wurde oder deaktiviert, besser gesagt, ihr seht erstmal nur, welche Antworten wurden denn wie häufig ausgewählt. Und wenn natürlich hier nicht steht richtig, sondern eben die Antwort, dann könnt ihr jetzt sehr, sehr gut mit den Teilnehmern nochmal in Interaktion treten. Warum wurde denn die Antwort besonders häufig ausgewählt? Warum wurde die denn nicht ausgewählt? Das heißt, ihr habt hier nochmal die Möglichkeit, unabhängig von dem Wissen, was richtig und was falsch ist, nochmal zu kommunizieren mit der Lerngruppe. Und wenn ihr dann hier auf Ergebnis anzeigen klickt, dann werdet ihr sowohl hier im CMS, was ihr teilt, als auch alle Teilnehmer werden sofort ihr Ergebnis bekommen. Mache ich mal. Genau. Jetzt kommen auch die 10 schnellsten Spieler, die richtig geantwortet haben, mit rein. Ja, das könnt ihr auch deaktivieren. Ela war die schnellste in der Runde, hat richtig geantwortet. Jetzt sehen wir hier auch die richtig markierte Antwort. Und wir sehen ja auch die Bestenliste eingeblendet, sowohl bei jedem Teilnehmer auch, hat das richtig, hat das falsch gemacht. Ja. Ihr könnt auch hier nochmal Erläuterungen euch anzeigen lassen als Teilnehmer. Auch das gibt es entsprechend als Möglichkeit, nochmal weitere Informationen zu bekommen. Bestenliste könnt ihr auch groß machen, orientiert sich primär nach der Anzahl der richtigen Antworten. Wenn die gleich ist, dann die kürzere Zeit. Also momentan ist Ela vor Obi und vor allen anderen, weil sie einfach am schnellsten geantwortet hat. Genau. Jetzt sehen wir hier auch, Susanne König hat nicht geantwortet. Die Frage vielleicht an Susanne, weil ich sehe, du bist zweimal drin. Ich denke, du hast dich zweimal eingeloggt. Kann ich den zweiten entfernen? Wenn ja, dann könnten, wenn alle geantwortet haben, ich auch zur Auswertung springen. Kannst du mal im Chat vielleicht kurz schreiben? Dann gehe ich darauf gleich mal ein. Okay, könntest du rausmachen. Alles klar, genau. Dann sehen wir es auch gleich mal. Das heißt, ihr könnt einfach hier Nutzer, die nicht antworten, eliminieren aus dem System. Dann haben wir jetzt wirklich ein Live-Event mit 11 sauberen Nutzern. Okay, Fragen bis hierhin? Falls nicht, dann haben wir jetzt noch 2 Fragen. Das nächste ist mal wieder eine Umfragefrage. Und dann kommen wir nochmal zur letzten Quizfrage und haben dann auch die Siegerehrung mit dabei. Okay, dann nächste Frage. So, Umfrage ist wieder. Jetzt haben wir mal eine Word Cloud, das heißt, das ist sozusagen eine Mentimeter-Funktion. Auch wieder die Frage ist nur eine Musterfrage. Ihr könnt aber hier auf jeden Fall ein Wort selbstständig eingeben. Und je nachdem, wie häufig das Wort gewählt wird, wird es entsprechend dargestellt. Genau, hier ist zum Beispiel Kahoot. Ich mache mal Quiz Academy, gering, Antwort abgeben. Und so wird es dann entsprechend dargestellt. Genau. Wir arbeiten hier gerade an der Multi-Eingabe. Das heißt, dass man nicht nur ein Wort abgeben kann, sondern ihr bestimmen könnt, wie viele Wörter abgegeben werden dürfen maximal. Und dann wird das entsprechend auch hier noch umfangreicher dargestellt. Ich warte mal noch ein bisschen ab. Das heißt, Antwort eingeben, Antwort abgeben und dann habt ihr das genau das gleiche System. Genau. Ich würde mal die Umfrage beenden und zur nächsten Quizfrage kommen. Zack, genau. Word Cloud habt ihr hier entsprechend gemacht.
Genau. Letzte Frage, und dann kommen wir auch schon zur Siegerehrung. Das heißt, let's go, nochmal 40 Sekunden Zeit, diesmal für eine Multiple-Choice-Frage. Genau, hier gibt es auch wirklich nur einen Punkt, wenn ihr auch alle Teilantworten richtig abgibt. Das heißt, es müssen wirklich alle richtigen Antworten richtig ausgewählt sein. Genau, 9 von 11 haben abgegeben. 2 fehlen noch. Jetzt fehlt noch einer. Und wenn der abgibt, dann könnte ich hier zur Auswertung springen. Deswegen, wenn ihr ein sauberes Live-Event habt, mit dass alle Teilnehmer antworten, dann könnt ihr auch tendenziell eher die Zeit ein bisschen länger setzen. Einfach damit dann die Leute auch genügend Zeit haben, um das zu beantworten. Genau. Jetzt sehen wir ja die Antwortenverteilung, das heißt, welche Antworten wurden wie häufig gewählt. Und jetzt kann ich die Ergebnisse wieder anzeigen. Die 10 schnellsten Spieler werden angezeigt. Habt ihr ja schon alles gesehen. Genau, jetzt sind wir bei der Frage 4 von 4. Die Bestenliste ist ausgeklappt oder eingeklappt, besser gesagt, dass man noch nicht vorwegnimmt, wer ist denn der Gewinner, wer ist Zweiter und Dritter. Das heißt, das passiert jetzt, wenn ich auf Abschießen klicke, dann kommen wir zur Siegerehrung. Und das wäre auch ganz alles mit Musik, wenn ich vorher die Musik auch ausgewählt hätte. So, dann haben wir Alena vor Obi und vor Robert. Genau. Ja, hier steht gerade, Verbindung wurde unterbrochen. Das kann manchmal einfach an einer schlechten Internetverbindung liegen. Es kann verschiedene Merkmale haben. Normalerweise sollte er gerade in der App, findet er sich wieder. Ja, deswegen auch nochmal der Hinweis zu der App. Aber erfahrungsgemäß funktioniert das sehr, sehr, sehr gut bei den Teilnehmern. Woran es im Einzelfall liegt, muss man sich anschauen. Aber in der Regel sind es dann Probleme mit dem Internet. Genau. Dann haben wir jetzt hier die Gesamtauswertung. Einmal die Teilnehmer. Die könnt ihr euch auch als PDF speichern. Das kann ich euch mal zeigen. Und ihr könnt auch hier nochmal in die Fragenübersicht gehen. Das heißt, wenn ihr hier entsprechend nach rechts geht, dann habt ihr hier auch nochmal die Fragen, könnt nochmal reingehen und das nochmal anschauen. Das heißt, was wurde wie oft ausgewählt, habt ihr entsprechend hier nochmal dargestellt. Und die Ergebnisse als PDF, er lädt es gerade im Hintergrund herunter. Irgendwann sagt er genau, herunterladen. Das Ganze sieht dann so aus. Könnt ihr dann für euch dokumentieren. Genau. Wenn ihr jetzt das Live-Event zurücksetzt, dann könnt ihr es nochmal starten, weil die Zugangsdaten sind immer gleich. Wenn ihr die Ergebnisse erstmal noch für euch weiter behalten wollt, lasst es noch da, geht einfach auf zurück. Dann könnt ihr euch die Ergebnisse nochmal anschauen. Ansonsten, wie gesagt, empfehlen wir halt Live-Event zurücksetzen und dann könnt ihr es nochmal mit neuen Teilnehmern starten. Okay, habt ihr bis hierhin Fragen zum Live-Event? Okay. Falls nicht, dann nochmal ein paar Hinweise. Und zwar, um es einfach mal zu testen für euch, habe ich ja gesagt, empfiehlt es sich, auf den Bereich Live-Event zu gehen. Dann könnt ihr hier ein Muster-Live-Event erstellen. Das könnt ihr einfach mal probieren, so wie ich es gemacht habe, mit einem zweiten Browser. Ich habe einen zweiten Browser geöffnet, habe dann den Link eingegeben, habe einfach mal versucht, als Teilnehmer und als Lehrkraft das Ganze zu starten für mich, zu schauen, ob es funktioniert. Ihr könnt auch gerne euer Smartphone nehmen und damit dran teilnehmen. Ich glaube, dann bekommt man schon die erste Sicherheit und dann kann man auch mit der Lerngruppe das einmal ausprobieren. So würde ich das im ersten Step empfehlen. Genau. Wenn keine Fragen sind, würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Funktion. Jetzt haben wir uns einmal das Live-Event angeschaut und jetzt schauen wir uns mal den Bereich Examen an. Und Examen können genutzt werden als Tests, Prüfungen, Überprüfungen, Zertifikatsprüfungen, Wettbewerbe. Der Einsatzbereich ist sehr, sehr breit. Und ich zeige euch mal auch hier wieder, wie beim Live-Event, wie ihr das ganz einfach mal testen könnt. Und zwar auch hier wieder über das Plus Musterexamen herunterladen. Das wurde wieder erstellt. Ihr geht wieder in die Prüfung rein. Habt wieder hier die Fragen. Es sind jetzt hier keine Umfragefragen dabei, noch nicht. Das wird aber auch noch kommen. Die gleiche Übersicht wie beim Live-Event. Das heißt, ihr könnt hier auch Fragen hinzufügen, Fragen, die Reihenfolge verändern,
Fragen importieren, alles das könnt ihr hier machen. Und wenn ihr jetzt der Meinung seid, okay, meine Fragen sind fest und ich möchte mit meinen Teilnehmern gerne starten, dann geht ihr wie beim Live-Event auf zur Registrierung und ihr seid wieder in der Übersicht. Habt ihr schon mal gesehen? Das heißt, wir haben auch hier wieder unsere Einstellungsmöglichkeiten, die Teilnehmer und wir haben auch hier wieder die Verbreitungsmöglichkeiten im rechten Bereich. Und hier wird es jetzt ein bisschen umfangreicher. Das heißt, ich würde mal ein bisschen gezielter auf die Einstellungsmöglichkeiten eingehen. Wir starten erstmal mit dem Thema live oder zeitgesteuert. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch asynchron durchführen, indem ihr hier zum Beispiel einen Startzeitpunkt definiert über der Datumseingabe und einen Endzeitpunkt definiert. Das kann ein Tag sein, eine Stunde sein, ein Jahr sein. Das Ganze könnt ihr vollständig frei definieren. Wichtig, wenn ihr es probieren wollt, sollte der Startzeitpunkt nicht in der Zukunft liegen, weil sonst kommt ihr nicht rein. Ihr habt hier 4 Fragen enthalten und ihr könnt eine Zeit definieren, gerade bei einer asynchronen Prüfung. Wie viel Zeit wollt ihr denn den Teilnehmern geben, um diese Prüfung zu absolvieren? Jetzt habt ihr nicht eine Zeit pro Frage, sondern eine Zeit für das gesamte Examen. 4 Minuten gebe ich Zeit. Ihr könnt es aber auch live machen, indem ihr einfach diesen Button auf live macht und dann könnt ihr die Registrierung live starten und das Examen dann live starten, live beenden. Das Ganze haben wir zusammen mit der IHK in Potsdam entwickelt und wird da auch tatsächlich für Zertifikatslehrgänge und Prüfungen eingesetzt. Aber ich will euch mal zeigen, wie das Ganze zeitgesteuert funktioniert. Dann habt ihr einen zweiten Punkt und zwar eine Zugriffsbeschränkung. Wir haben ja, es fehlt uns ja an Nutzernamen bzw. an Accounts für Teilnehmer. Jetzt ist natürlich die Anwendung und der Bedarf, hey, ich möchte ja schon wissen, wer an meiner Prüfung dran teilnimmt und wer das nicht macht. Und das kann ich im Zweifel über einen fiktiven Namen wie Schneewittchen oder den Weihnachtsmann auch nicht wissen, ob das jetzt Peter, Klaus oder Irene war. Und deswegen gibt es die Möglichkeit, das per Zugriffsbeschränkung zu machen. Ihr könnt also hier Nutzernamen definieren, die an der Prüfung daran teilnehmen könnt. Und über die Nutzernamen könnt ihr natürlich einen Rückschluss auf eine Person ziehen. Das kann natürlich ein Vor- und Nachname sein, das kann aber auch zum Beispiel eine ID sein, ID 12345. Und ihr wisst genau, hinter dieser ID verbirgt sich die Person. Das heißt, über diesen Weg kann man auch Personen und Leistungen identifizieren, ohne dass wir Accounts in Quiz Academy zwingend benötigen. Ihr könnt ja auch ein Template herunterladen. Das Ganze könnt ihr nutzen. Ihr werdet sicherlich auch Listen haben von euren Lernenden. Ich öffne das hier mal parallel und dann könnt ihr hier ganz einfach die Namen eintragen. Das kann ich mal kurz machen. Ich gebe mal ein Robert, Alena, Astrid und so weiter. Ich zeige euch mal nur, wie das funktioniert. Dann gebe ich hier mal noch eine E-Mail-Adresse ein. E-Mail-Adresse ist nicht zwingend notwendig, hilft weiter, indem ihr zum Beispiel die Einladung per E-Mail verschicken könnt, sehr einfach über das System. Oder ihr könnt das Ergebnis per E-Mail verschicken. Ich mache mal jetzt eure Nachnamen alle hier rein. Beatrix, ich hoffe, ich verschreibe mich auch nicht. Birgit, Daniel. Genau, wen haben wir noch alles dabei? Daniela. Oh, Daniela ist zweimal drin. Dann mache ich einfach mal Daniela 1 und Daniela 2. Ich hoffe, ihr beide werdet euch einig, wer 1 und wer 2 ist. Und dann... Jetzt kopiert er hier gerade. Oder wir machen das eindeutiger. Wir machen Daniela K. und Daniela H. mit Freizeichen. Ich kopiere es mal rein, dann mache ich die anderen Namen gleich noch mit rein. Genau. Ihr könnt ganz einfach Copy-Paste machen. Geht hier in die erste Zelle rein. Und die Daten sind sofort drin. Ihr könnt auch dann weiter daran arbeiten. Das mache ich jetzt nämlich weiter. Und zwar haben wir jetzt noch Eva. Genau. Katrin. Rainer. Und so weiter. Sabine. Wenn ihr, wie gesagt, auch mit keinen Klarnamen arbeiten wollt, auch kein Problem. Dann könnt ihr zum Beispiel auch mit irgendwelchen Synonymen arbeiten. A1, 2, D3. Und ihr wisst zum Beispiel, dahinter verbirgt sich Stefan zum Beispiel. Also damit könnt ihr entsprechend auch arbeiten. Susanne fehlt noch. Ich hoffe, ich habe alle drin. Falls jemand fehlt, mich einfach kurz anschreiben. Das heißt, diese Nutzernamen dürfen an der Prüfung teilnehmen. Kein anderer kann sich einloggen. Und wenn dieser Nutzername schon abgegeben hat, dann kann der sich auch nicht nochmal einloggen und die Prüfung abgeben. Genau. Wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr wie beim Live-Event das wollt, dass jeder mit einem beliebigen Namen sich einloggen kann,
dann macht die Zugriffsbeschränkung einfach aus und dann ist das gleiche System wie beim Live-Event. Genau. Ich gehe gleich auf die Fragen ein. Ich würde erstmal kurz weitergehen, dass ihr ins Doing kommen könnt und dann kann ich mir die Fragen nochmal in Ruhe anschauen. Ergebnisse anzeigen, wie gesagt, würde ich, könnt ihr auslassen, könnt ihr auch anmachen, was passiert. Wenn ich Ergebnisse anzeigen mache, dann sieht der Teilnehmer bei der Abgabe sofort sein Ergebnis. Das heißt, er kann in die Fragen reingehen und sehen, hat er das richtig oder falsch beantwortet. Wenn ihr das ausmacht, sieht er nur, hey, du hast erfolgreich abgegeben und das war's. Ja? Ist natürlich die Frage, wie ihr es einsetzen wollt, ob als Prüfung oder als Vorbereitung. Das erhöht sozusagen auch noch die Möglichkeit der Anwendungsbereiche. Genau, ich plane das Ganze mal. Das heißt, ab jetzt kann gestartet werden. Link geht wieder in die Zwischenablage rein. Jetzt mache ich das mal an alle hier. Alle im Meeting. Ihr könnt wieder auch den QR-Code hier abscannen. Ganz wie ihr wollt. So, das schließe ich hier mal. Und ich würde jetzt wieder auch parallel die Webversion öffnen und damit starten. Genau, wenn ich jetzt irgendeinen falschen Namen eingebe, zum Beispiel Test, dann kann ich mich nicht registrieren, weil das System sagt, ich komme nicht rein. Wenn der Name stimmt, dann kann ich starten und hier oben sieht man, geht der Countdown direkt auch los, die 4 Minuten, die ich eingestellt habe. Ansonsten gleiches System wie beim Live-Event, durchgehen, die Fragen beantworten und dann auf Absenden klicken. Okay. Ja, hier ist eine interessante Frage. Wie verhindere ich Missbrauch? Schüler loggt sich unter falschen Namen ein. Ja, das kann ich verhindern, indem, ich meine, klar, wenn den Schülern bewusst wird, Vorname, Nachname, dann ist es klar, dann ist natürlich die Möglichkeit da, dass jemand sich mit dem anderen Namen einloggt. Was man machen kann, ist, indem man wirklich dann mit IDs arbeitet. Die kann man dem Schüler dann direkt geben, zum Beispiel S34789. Da kommt niemand anderes drauf, dass diese ID existiert und dann weiß man genau, wenn das durchgeführt wurde, dann war es die Person. Genau. Wenn diese Gefahr da ist, wir haben bisher noch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht, auch mit Namen zu arbeiten, aber wenn das Problem auftritt, dann kann man, das ist das auf jeden Fall so ein Workaround, mit dem man gut arbeiten kann. Genau, so, ich habe schon abgegeben. Ihr als Lehrkräfte, diese Übersicht ist nicht dazu gedacht zu teilen, das vielleicht mal so als Hinweis. Das ist für euch eine Information, das heißt, ihr seht, wer hat schon abgegeben, wer hat schon die Prüfung gestartet, wer hat noch gar nichts gemacht. Das heißt, hier habt ihr sozusagen eine Übersicht über den aktuellen Stand eures Examens. Genau. Ich sehe auch direkt die Punktzahl. Ein Hinweis, wir haben ja auch eine offene Frage, das heißt, hier kommen offene Fragen dazu. Diese werden nicht direkt ausgewertet. Ich werde euch gleich in der Auswertung zeigen, wie offene Fragen bewertet werden können. Aktuell werden hier die Punkte, werden nur erstmal die geschlossenen Fragen, das heißt Single Choice, Multiple Choice und True False ausgewertet. Genau. Ich habe ja gesagt, die Ergebnisse werden angezeigt. Das heißt, ich als Teilnehmer sehe sofort, was habe ich richtig, was habe ich falsch gemacht, außer wie gesagt die offenen Fragen. Und ich kann hier reingehen und habe sofort auch mein Feedback entsprechend. Hier sehen wir mal, was falsch ist. Das heißt, auch gleich die Auswertung mit Erläuterung, wenn sie hinterlegt ist. Das heißt, jede Frage kann eine Erläuterung haben. Das macht auch wirklich Sinn, weil so natürlich ein größerer Lerneffekt erzielt wird bei den Teilnehmern. Okay, jetzt fehlen hier noch 3 Teilnehmer fehlen noch. Und dann würde ich euch gleich mal die Auswertung zeigen. Habt ihr noch weitere Fragen bis hierhin erstmal?
Alles klar, sehr schön. Okay, da fehlen jetzt noch zwei Nutzer erstmal. Hier ist eine Hand. Genau. Ich habe nicht mitbekommen, wie die Registrierung geklappt hat. Könnten Sie das nochmal wiederholen? Die Registrierung von den Lehrkräften oder von? Zum Beispiel von diesem Examen, völlig egal. Generell Registrierung, dass man auf diese, was weiß ich, auf den Code kommt. Ach so, nee, ist ja keine Registrierung, ist ja einfach nur eine Freigabe. Das heißt, Registrierung ist vielleicht das falsche Wort, sondern eine Anmeldung ist eher das richtige Wort. Das heißt, ich öffne das Examen und habe hier diese Verbreitungsmöglichkeiten im rechten Bereich. Okay. Kann ich gleich nochmal zeigen. Also einfach das Ja. Examen öffnen und dann hat man generell in diesem rechten Bereich die Verbreitungsmöglichkeiten. Aha, okay. Beim Examen vielleicht Danke. guter Hinweis, wir haben ja auch einen Flyer, den man herunterladen kann. Ja, das kann ich ja mal zeigen. Der wird generiert, das heißt, ich kann meinen Teilnehmern auch einen Flyer zur Verfügung stellen, über den sie auch dann alle Zugriffsmöglichkeiten für das Examen haben. Ja? Okay. Gut, Okay. danke. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Auswertung rein. Ich gehe mal auf Ergebnisse. So, das ist die Auswertung, die ihr als Lehrkräfte seht. Ich habe noch nicht das Examen beendet, aber ich sehe schon mal die Ergebnisse, die eingegangen sind. Und wichtig erstmal, unterscheidet zwischen offenen Fragen, die hier sind, und geschlossenen Fragen. Das heißt, ich habe ja gesagt, die geschlossenen Fragen werden sofort ausgewertet. Ihr habt sofort eine Punktzahl. Und die offenen Fragen steht noch unbewertete Frage und so weiter. Ich würde empfehlen, um diese zu beantworten oder zu bewerten, geht in die Fragenübersicht rein. Und jetzt habt ihr hier genau die gleiche Information. Das heißt, die vierte Frage ist die offene Frage und acht Antworten sind noch unbewertet. Das heißt, klickt einfach rein. Und das ist so, glaube ich, eine sehr, sehr einfache Möglichkeit. Das heißt, ihr habt einmal hier diese Musterantwort, die ihr euch aufschreiben könnt. Und jetzt könnt ihr durchgehen und könnt die Fragen oder die Antworten bewerten. Und zwar, ihr könnt eine Maximalpunktzahl geben. Ich habe jetzt eine Maximalpunktzahl bei drei zu erwartenden Antworten von 3 Punkten gegeben. Jetzt könnt ihr in ganzen Punkten, Schritten eben das Ganze bewerten. Ja, viele, ich sage mal, ich bin noch gnädig, gebe noch einen Punkt. Jetzt haben wir hier Live-Event, Examen und Co. sind die richtigen Antworten. Das heißt, es gibt 3 Punkte. So könnt ihr ganz einfach durchgehen. Ja, Quiz, Examen gibt zumindest 2 Punkte. Live-Event, Examen, Karteikarten gibt auch 2 Punkte. Und so habt ihr die Möglichkeit, die Antworten ins Verhältnis zu setzen gegeneinander und auch sehr, sehr leicht zu bewerten. Ja, ich gehe einfach mal durch, mache jetzt random irgendwelche Ergebnisse hier ran. 3 Punkte. Und dergleichen, genau. Ein. Und jetzt habt ihr oder ich, hier sieht man schon, alle Antworten bewertet. Genau. Das hat sich auch alles aktualisiert. Beatrice ist noch in Bearbeitung. Genau, jetzt müssten wir wieder eine haben wir wieder mit reinbekommen. Das heißt, ihr könnt entweder so einen Working Progress haben oder ihr beendet die ganze Prüfung einmal. Niemand kann mehr abgeben und dann könnt ihr das auch final bewerten. Aber ich zeige euch einfach mal, wie man das auch in dem Kontext macht. Das heißt, ich gehe nochmal rein und sehe jetzt hier eine unbewertete Antwort, Live-Event-Examen. Perfekt. Genau. Wenn ihr das gemacht habt, seid ihr sozusagen schon durch mit der grundsätzlichen Bewertung. Und ich beende jetzt wirklich mal das Examen jetzt hier auf Beenden. Genau. Und jetzt könnt ihr auch die Ergebnisse herunterladen. Ihr könnt die auch versenden, wenn ihr eine E-Mail-Adresse gegeben habt. Deswegen ist es manchmal recht sinnvoll, eine E-Mail zu geben. Ist natürlich wieder eine Frage, welche personenbezogene Daten wollt ihr integrieren in das System? Müsst ihr entscheiden für euch. Das sind alles Vereinfachungsmöglichkeiten, die ihr optional verwenden könnt. Das, was ich sehr, sehr gut finde und spannend finde für euch, ist ihr könnt ein Bewertungssystem festlegen. Und zwar, wenn ihr hier rauf geht, dann könnt ihr definieren, bestanden, nicht bestanden, zum Beispiel für ein Zertifikat. Ja, könnt ihr sagen, ab 50%, das könnt ihr alles individuell einstellen. Ja, hier in dem Fall bei 50% bestanden, unter 50 nicht bestanden. Oder ihr macht zum Beispiel ein Schulnotensystem von 1 bis 6. Ja, wenn die Prozentzahlen nicht stimmen, könnt ihr die verändern. Oder ihr macht ein Universitätssystem von 1,0 bis 5,0. Oder ihr macht das völlig individuelles. Ja. Grundsätzlich könnt ihr hier, wie gesagt, dann ein Notenschema festsetzen. Und wenn ich das Ganze speichere, dann habe ich hier auch gleich meine Noten schon hinterlegt. Genau, das Ganze könnt ihr dann auch zum Beispiel ein Zertifikat herunterladen.
das mache ich mal hier. Das sieht dann so aus. Hier steht jetzt, Astrid hat eine 1 erhalten, hat die Prüfung mit dem Namen Examen Quiz Academy mit 6 von 6 Punkten bestanden. Also alle Informationen sind dabei, kriegt ihr mit einem Klick für jede Person. Jetzt kann man auch zum Beispiel hier so eine ganze Klausur, bewertete Klausur sich herunterladen. Das könnt ihr auch für alle Teilnehmer gemeinsam machen. Ihr könnt auch eine Excel-Datei, also die Ergebnisse Download ist sehr, sehr umfangreich. Ich zeige euch mal so eine Klausur, wie sieht es so aus. Hier auch entsprechend korrigiert. Hier ist auch die Bewertung durchgeführt worden, die Note ist mit dabei. Das bekommt ihr alles im Nachgang nach der Bewertung. Genau. Hier kann man auch eine Excel herunterladen oder alle PDFs von allen Teilnehmern gemeinsam. Genau, könnt ihr gemeinsam oder halt einzeln herunterladen. Genau. Was man hiermit halt machen kann, ist wirklich eine digitale Klausur abbilden, eine digitale Prüfung, eine Vorbereitung vielleicht. Wir hatten auch letztens eine Studie gehabt, das nimmt auch die Prüfungsangst entsprechend von den Teilnehmern. Das heißt, das kann man hier wunderbar mit Quiz Academy abbilden. Was wir auch schon erlebt hatten, waren Wettbewerbe. Das heißt, ich kann die Liste auch sortieren nach Bestenliste. Ähnliche Sortierung wie bei, die gleiche Sortierung wie beim Live-Event. Das heißt, primär die Anzahl der richtigen Antworten, die Punkte. Wenn die gleich sind, dann die kürzere Zeit. Und so haben wir eine ganz eindeutige Klassifizierung und so kann man auch wunderbar einen Wettbewerb durchführen, den man über einen gewissen Zeitraum einfach freigibt. Ja, auch das ist ein Einsatzbereich. Genau, habt ihr Fragen zum Examensbereich? Gut, dann haben wir sozusagen Live-Event gesehen, wir haben Examensbereich gesehen. Kommen wir mal zum Kursbereich und der Kursbereich ist am besten erklärt als Selbstlernmodul. Das heißt, hier haben wir Prüfungsmöglichkeiten, hier haben wir beim Live-Event haben wir Möglichkeiten, um eine Veranstaltung aufzulockern, vielleicht auch was vielleicht sehr aktuell ist, vielleicht auch so eine Weihnachtsfeier aufzulockern, aber auch mit den Teilnehmern am Ende von einem Seminar oder mit den Schülern am Ende von einem Unterricht nochmal zu reflektieren, haben sie denn das eigentlich so verstanden, was ich in den letzten 45, 60, 90 Minuten erzählt habe, auch ein bisschen Gamification reinzubringen. Und der Kursbereich ist ein Selbstlernmodul. Und das, was wir hiermit machen, das heißt, ihr könnt Karteikarten, jetzt kommen wir in den Karteikartenbereich rein, ihr könnt Karteikarten und Quizfragen zur Verfügung stellen und eure Teilnehmer, ob nun Schüler, Studierende oder Mitarbeiter, können damit ortsunabhängig, zeitunabhängig lernen. Und das Ganze ist, wie gesagt, für Smartphone optimiert. Ich zeige euch mal so einen Kurs. Das heißt, wenn ihr einen Kurs selber erstellen wollt oder mal ein Beispiel haben wollt, könnt ihr das über den Kursmarkt machen. Und hier könnt ihr zum Beispiel nach einem Beispielkurs suchen, den ganz einfach auswählen. Nehmen wir mal zum Beispiel hier diesen Beispielkurs aussuchen plus und bei mir in den Kursmarkt importieren, in den Kursbereich importieren. Ihr könnt aber auch reingehen und einen eigenen Kurs erstellen. Hier wieder in der Option Kurse plus eigenen Kurs erstellen. Ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Das heißt, gehe mal in diesen Beispielkurs rein und ich öffne den Kurs mal. Und das ist jetzt mal ein Kurs, wie ich ihn zur Verfügung habe. Das heißt, auch wieder über Webversionen nutzbar. Ich zeige euch aber gleich mal ein Video, was die Vorteile von der App erklärt. Ja? Ein Kurs hat erstmal eine Kapitelstruktur. Das heißt, stellt euch ein Buch vor am besten. Ja? Und ein Buch hat ja auch Kapitel und genauso hat dieser Kurs auch eine Kapitelstruktur. Die könnt ihr vollständig frei definieren. Ja? Ihr könnt sagen, ich möchte gerne 8 Kapitel haben oder 6 oder 3 oder 4 oder wie auch immer. Ihr könnt die Reihenfolge festlegen. Das heißt, das ist das Erste. Jeder hat ja in seinem Weiterbildungsbereich, den er hat, irgendwo eine Struktur drin. Und genau die kann man hiermit abbilden. In diesen Quiz- und Karteikartenstapeln, Kapiteln, befinden sich jetzt entweder Quizfragen. Und Quizfragen habt ihr schon gesehen. Das heißt, ich beantworte die Frage für mich selbst. Kriege ein Feedback, habe ich es verstanden oder nicht verstanden, plus Erläuterung, kann sozusagen für mich damit selber lernen. Ja. Hier haben wir auch noch eine Kommentarfunktion, das heißt, ihr habt auch wieder eine Feedback-Schleife von den Teilnehmern mit dabei, würde ich aber jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen wollen. Das heißt, Quizfragen, um mich selber zu reflektieren. Karteikarten sind für mich selber darum zu lernen, das heißt, ich habe vorne eine Frage, wenn ich die Karteikarte umdrehe, habe ich die Antwort und kann für mich selber sozusagen die Inhalte erstmal lernen. Der Vorteil, den die Teilnehmer mit dem Kurs von Quiz Academy von euch haben, deswegen
ist ja die Lehrkraft sehr zentral und hat letztendlich auch einen Zugang zur Plattform, ist, dass die Inhalte sehr passgenau auf die Veranstaltung, auf das Seminar, auf den Unterricht abgestimmt werden, wenn sie von euch kommen. Und genau das ist der Vorteil, den die Teilnehmer haben. Das heißt, wir bieten die Infrastruktur zum Lernen und ihr könnt das nutzen, um die Inhalte in Karteikartenformat, Quizfragenformat aufzubereiten und letztendlich zur Verfügung zu stellen. Das, was ihr als Lehrkräfte bekommt in dem Kontext, sind Statistiken über die Lerngruppe. Das heißt, ihr seht anonymisiert, weil wir haben ja keine Accounts und hier wird ja auch nirgendwo nach einem Account gefragt oder Nutzernamen gefragt. Das heißt, ihr seht anonymisiert über die Gruppe, wann wird gelernt und wie wird gelernt. Das heißt, ihr seht, in welchen Kapitel gibt es denn die größten Defizite. Ihr könnt auch noch genauer reingehen, sehen, welche Fragen werden häufig falsch beantwortet. Das heißt, ihr habt hier ein sehr einfaches Instrument, um zu sehen, wo hat meine Gruppe Stärken und Schwächen. Und jetzt würde ich gerne nochmal auf den Bereich eingehen, wie die Apps genutzt werden können im Kursbereich, weil das, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Mehrwert ist aus unserer Sicht, um sich mit Inhalten zu beschäftigen. Und dafür haben wir ein kleines Video. Und zwar, ich zeige nur die ersten paar Minuten, 3 Minuten geht das jetzt ungefähr. A, seht ihr dann mal unser Videoformat, wie wir sozusagen euch Hilfen und Tipps mit einem Videoformat an die Hand geben. Und ihr seht auch nochmal wirklich den Mehrwert von der App innerhalb des Kursbereiches. Und damit würde ich starten und dann wäre ich auch mit dem letzten Bereich schon durch und dann können wir gerne noch Fragen und Antworten, die zu dem ganzen Seminar jetzt nochmal erzählen, durchgehen. Genau, also let's go mit dem Video. Lernmöglichkeiten in der Quizacademy App. In Quizacademy können Lernende die Webversion oder unsere Apps in Android und iOS verwenden. Die Webversion kann auch auf Smartphones verwendet werden. Wir empfehlen jedoch ausdrücklich die Verwendung der Apps, da diese verschiedene Vorteile haben. Sie sind für das Smartphone optimiert. Sie bieten zusätzliche Lernoptionen wie den Lernplan und die Lernsession, Offline-Nutzung, eigene Erstellung von Karteikarten und Quizfragen und so weiter. Achte darauf, die richtige Version zu verwenden, da es eine School Edition, eine University Edition und eine Quizacademy Edition gibt. Lernende benötigen bei Quizacademy keinen Account und müssen sich nicht registrieren. Die Nutzung von Quizacademy ist für Lernende grundsätzlich kostenfrei. Zugriff auf Inhalte deiner Lehrenden. Möchtest du auf die Inhalte deiner Lehrenden zugreifen? Dann öffne einfach die Quizacademy App. Du landest auf der Übersicht Meine Inhalte. Diese ist noch leer. Nutze die Schaltfläche unten rechts in der Ecke, um auf die Quizacademy-Funktion zuzugreifen. Nun stehen dir 3 Möglichkeiten zur Verfügung. Entweder du gibst den PIN-Code des Inhalts direkt ein oder nutzt den eingebauten QR-Scanner, um den QR-Code der Funktion einzuscannen. Darüber hinaus kannst du auch die manuelle Suche benutzen. Zugriff auf Quizacademy-Inhalte. Sowohl in der Webversion als auch in der App findest du eine manuelle Suche. Die Suche erlaubt es, nach Kursen zu stöbern oder diese direkt zu suchen. In unserem Kursmarkt sind Inhalte zu den unterschiedlichsten Themen von Quizacademy-Nutzern und exklusiven Partnern zu finden. Lernmöglichkeiten in der App. Einfaches Lernen. Das ist die grundsätzliche Option, Inhalte in Quizacademy zu lernen. Öffne einen Kurs, gehe in das entsprechende Quiz oder den entsprechenden Karteikartenstapel und lerne die Inhalte von Anfang bis Ende durch. Lernsession und Lernplan. Lernsession und Lernplan gibt es für Quizfragen und Karteikarten. Lernsession. Lerne genau das, was du möchtest. Über eine Lernsession kannst du dir individuell deine Lerninhalte zusammenstellen. Du kannst wählen, aus welchen Quizfragen oder welchen Karteikartenstapel Karteikarten berücksichtigt werden sollen. Du kannst auch aussuchen, in welcher Reihenfolge du spielen möchtest. Du kannst zusätzlich wählen, welche Inhalte du spielen möchtest. Alle Inhalte, nur nicht gewusste Inhalte, nur Favoriten oder nur noch nicht beantwortete Inhalte. Die Anzahl der Inhalte, welche aufgrund deiner Auswahl in der Lernsession gespielt werden können, wird hier unten im Bildschirm angezeigt. Lerne genau das, was du solltest. Der Lernplan stellt dir auf Basis eines intelligenten Algorithmus genau die Inhalte zusammen, die du lernen solltest und erinnert dich daran, wenn du es möchtest. Je öfter du eine Quizfrage oder Karteikarte richtig beantwortest, umso seltener musst du sie wiederholen, damit du sie dir langfristig merken kannst. Der Lernplan besteht aus 4 Lernstufen. Inhalte in Lernstufe 1 werden jeden Tag gelernt. Inhalte in Stufe 2 werden jeden dritten Tag gelernt. Inhalte aus Stufe 3 jeden siebten Tag und Inhalte in Stufe 4 nur jeden 30. Tag. Beantwortest du eine Quizfrage oder Karteikarte richtig, rutscht sie eine Lernstufe höher. Beantwortest du sie falsch, rutscht sie eine Lernstufe tiefer.
Wenn alle Inhalte in der Lernstufe 4 sind, sollten die Lösungen in deinem Langzeitgedächtnis gespeichert sein. Weitere Funktionen. Genau, dann will ich auch enden. Für mich war zentral in dem Video einmal den Zugriff, wie einfach der ist und dass die Apps auch ohne Accounts Lernhilfen bieten, wie diese Lernsession, dass ich nur das lerne, was ich falsch hatte, oder auch diesen Lernalgorithmus, der dann wirklich Empfehlungen gibt zum Lernen, um die Inhalte auch langfristig zu wissen. Damit würde ich im Kursbereich enden und werde sozusagen auch mit den Inhalten erstmal von dem Seminar durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wenn ihr noch Fragen habt, dann gern jetzt im Nachgang nochmal.